Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute Morgen gab es mal wieder eine weitere Wasserabsenkung und damit auch schon die zweite Wasserabsenkung in dieser Season. Damit gibt es natürlich wieder einige neue Orte und es wurden auch andere Orte wieder zerstört. Das Ganze hatten wir uns heute Morgen tatsächlich schon mal im Livestream angeschaut. Allerdings werde ich euch in diesem Video nochmal alles zusammenfassen. Wenn natürlich allerdings so etwas dann live sehen wollt, könnt ihr gerne meinen Twitch-Kanal auschecken. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dort ein Follow da lasst, dann verpasst ihr natürlich in Zukunft auch keine weiteren Streams mehr dort. Außerdem, wenn ihr hier auch keine weiteren Videos mehr zu den ganzen Wasserabsenkungen beispielsweise verpassen wollt, könnt ihr gerne hier auch ein Abo da lassen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bis zum Ende schauen könntet. Und dann beginnen wir mal mit der ersten Änderung, die sich durch die Wasserabsenkung ergeben hat. Und zwar ist die Tankstelle jetzt hier wieder frei, neben dem Sweaty Storage Gebäude. Das war ja auch mal ursprünglich in Season 2 tatsächlich mein Main Landing Spot. Hat sich allerdings auch eigentlich nicht zuvor geändert. Der Keller ist jetzt hier immer nicht mehr verfügbar. Früher konnte man ja mit dieser Toilette einmal in den Keller runter. Jetzt das nur noch ein reines Versteck, ansonsten aber relativ uninteressant. Dann können wir etwas weiter im Osten tatsächlich auch schon das nächste Gebäude bzw. den nächsten Platz sehen, der demnächst auch wieder freigelegt wird, und zwar dieser Schrottplatz. Dort wird es noch zwei Wasserabsenkungen dauern, bis der ganze freigelegt wird. Allerdings kann man mittlerweile auch schon auf jeden Fall alles dort wieder erkennen. Und dann geht es natürlich noch weiter nach Osten, einmal nach Dirty Docks. Dort gab es ja bisher eigentlich nur sehr, sehr wenige Dinge, die noch übers Wasser geschaut haben. Mittlerweile geht das aber auch schon wieder ganz gut klar und es gibt wenigstens den ein oder anderen Floor-Loot-Spawn und ich glaube sogar in dem großen Gebäude hier die ein oder andere Kiste. Allerdings wird es immer noch, glaube ich, insgesamt drei Wasserabsenkungen dauern, bis das Ganze hier freigelegt wird. Etwas weiter südlich bei The Grotto gibt es auch noch keine weiteren Änderungen. Dort ist es ja so, dass die ganze Grotte einmal zugeschüttet wurde. Das heißt, dort kann auch kein Wasser rausfließen und erst wenn noch wahrscheinlich unten das Wasser komplett abgesunken ist, also in 3 bis 4 Wochen oder vielleicht sogar noch später, wird dann erst wieder die Grotte freigelegt werden. Aber vorher wird sich hier sehr wahrscheinlich gar nichts ändern. Dann sind wir hier schon bei einem weiteren Spot, der bisher sehr, sehr weit unter Wasser lag und mittlerweile ist aber auch schon wieder das erste Gebäude komplett freigelegt. Das heißt, ein bisschen Loot kann man hier tatsächlich auch schon farmen, wobei es insgesamt immer noch relativ wenig ist, weil man eben halt hier nur das Gebäude hat und ansonsten ist ja nichts mehr bei Camp Cod über Wasser. Das wird wahrscheinlich auch noch ordentlich Wochen dauern, bis das dann irgendwann mal wirklich freigelegt ist. Dann geht es mal wieder weiter zu einem größeren Spot und zwar diesmal Rig to Rig. Das hat sich ja schon bei der ersten Wasserabsenkung ziemlich vertauscht. Dort war ja ursprünglich mal die Insel auf der Seite hier so ungefähr und die Insel auf der Seite. Ist eben halt alles auf solchen Müllbergen, auf solchen Müllteppichen und die schwimmen im Prinzip eben halt hauptsächlich nur auf Wasser auf und deshalb kann sie jetzt relativ gut verschieben. Allerdings gab es ursprünglich ja auch mal eine dritte Insel, die sich ungefähr dort befand und die ist jetzt komplett entfernt worden, war ursprünglich tatsächlich auch mein Main Landing Spot. Ich bin da tatsächlich wirklich jede Runde in Arena gelandet und jetzt ist der Spot einfach komplett entfernt worden. Der ist auch nirgends anders hingekommen. Dann weiter nördlich befindet sich hier ja einmal dieses Boot. Das hat sich auch schon wirklich sehr, sehr stark verschoben. Ursprünglich war es mal ungefähr so auf dem Spot, wo dort die Insel war. Ist dann irgendwie hier so dann auf die Position gegangen und ist jetzt hier nochmal weiter geschwommen. Wird wahrscheinlich dann auch weiterhin Richtung Damme schwimmen. Bei Slurpee kann man mittlerweile auch schon wieder richtig viel sehen, wird allerdings auch noch 3 Wochen dauern, bis dort tatsächlich alles verfügbar ist. Dann weiter nördlich kann man tatsächlich auch schon wieder die lilane Brücke erkennen und ich denke, dass auch mit der nächsten Wasserabsenkung eventuell sogar schon dieser Müllberg dann verschwinden wird, denn dort sollte auf jeden Fall die Straße hier wieder ziemlich verfügbar sein oder eventuell auf jeden Fall mit der übernächsten Wasserabsenkung wird er wahrscheinlich endgültig verschwinden, beziehungsweise wird er auf jeden Fall von dieser Position weggehen. Hier haben wir auf jeden Fall auch schon mal eine weitere Kiste, die wir sehen können. Und dann in Weeping Woods können auch wieder die ersten Dächer übers Wasser schauen. Allerdings wird es hier auch nochmal 2 weitere Wasserabsenkungen dauern, bis irgendwann mal wieder der Großteil der Gebäude hier freigelegt wird. Aber so langsam kann man hier auch wieder ein bisschen looten. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus und man kann hier auf jeden Fall auch wieder rebooten. Der Reboot-Van ist jetzt nämlich wieder zugänglich. Dann kommen wir mal zu wahrscheinlich einer der größten Map-Änderungen tatsächlich und zwar zwischen Holly Head unter Solid Springs ist das ganze Land jetzt tatsächlich wieder verfügbar. Der Zapplerteich ist hier unter anderem auch wieder freigelegt, aber dort hinten sind eben halt insbesondere noch tatsächlich ein paar Gebäude, die unter Wasser sind und dort wird es auch noch ein bisschen dauern, bis sie dann freigelegt werden.
Bei Sweaty Sands hat sich, glaube ich, soweit nichts verändert. Sieht immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Ist immer nur wieder etwas runtergesunken, aber wird auch wahrscheinlich noch so um die 2 Wochen dauern, bis das dann auch freigelegt wird. Was allerdings dann wieder eine etwas größere Änderung ist, ist ja um Atlantis. Falls ihr nicht wisst, wird unter dem Strudel wahrscheinlich so in 5 bis 6 Wochen irgendwann Atlantis kommen. Also so ziemlich mit der letzten Wassersenkung, die es in dieser Season gibt. Und hierum entstehen so langsam auch wieder ein paar Landstücke. Hier sieht man auf jeden Fall wieder Palmen durchschimmern. Aber wie gesagt, bis hier der Strudel irgendwann verschwindet und Atlantis darunter sichtbar wird, dauert es noch ein bisschen. Man kann allerdings so langsam hier diesen Umriss sehen. Ich weiß nicht, wie gut man das auf YouTube erkennen kann. Aber hier sieht man so einen leichten Umriss schon mal von diesem Loch, wo Atlantis sich dann drin befindet. Und dann sehen wir hier auf jeden Fall, The Shark ist auch wieder ein bisschen freier. Dann sind hier auch die Müllberge neben Pleasant Park ein bisschen verschwunden. Hier waren ursprünglich, glaube ich, insgesamt mal 3 von diesen Inseln. Jetzt sind es nur noch 2, beziehungsweise eine große und eine kleine nur noch. Das wird wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten 2 Wochen komplett verschwinden. Und dann werden hier nur noch Gebäude irgendwo vielleicht neben dem Wasser oder so stehen. Dann bei Pleasant Park hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert. Ansonsten dauert es hier auch noch genau eine Wasserabsenkung, bis man hier dann einmal wirklich alles wieder auf dem Boden hat. Bei der Yacht oben hat sich eigentlich auch nicht so wirklich viel verändert. Wird sich wahrscheinlich auch über generell die Wochen fast gar nichts verändern. Vielleicht wird das irgendwann auf der einen Seite ein bisschen auf Grund laufen. Ich glaube, es liegt aber sogar so drin, dass es wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwann am Grund ankommen wird. Hier, das kann man auch noch nicht benutzen, dieser Insel, die dort drunter sich eigentlich befindet. Aber in Craggy Cliffs kann man auf jeden Fall wieder ganz gut looten. Dort sind die meisten Gebäude wieder verfügbar, gerade das Main-Gebäude. Und hier auf der westlichen Seite sind die meisten Objekte wieder freigelegt. Eine Woche noch, dann sind hier auch wirklich noch die unteren Gebäude frei und dann in 2 Wochen wird Craggy Cliffs wahrscheinlich wieder komplett zugänglich sein. Damit haben wir dann auch schon fast alle Änderungen gesehen, allerdings bei Frenzy Farm gibt es auch nochmal etwas Kleines und zwar ist jetzt hier noch ein bisschen weniger Wasser, das heißt Frenzy Farm ist eigentlich wieder fast ganz normal, nur noch dort unten die Ecke und das Feld dort unten ist unter Wasser, ansonsten aber schon sehr, sehr frei. Dort unten bei den 3 Steinen mit den Kisten kann man eigentlich auch schon wieder hingehen. Die Bäume da drum sind tatsächlich etwas verschwunden mit der Zeit, aber man kann die Kisten auf jeden Fall wieder looten, wird wahrscheinlich den einen oder anderen auffreuen und es gibt auch wieder ein paar Pilze, die man rundherum dort sehen kann. Und dann kommen wir auch direkt mal eigentlich zur wirklich größten Änderung und zwar ist Risk Reels jetzt wieder komplett freigelegt. Die Autos liegen jetzt natürlich kreuz und quer hier so verteilt, wird sich wahrscheinlich oder vielleicht über die Wochen dann auch wieder etwas reparieren, dass es wieder hier ordentlich aussieht. Aber müssen wir mal schauen, ansonsten hat sich, glaube ich, eigentlich zum ursprünglichen Risk Reels aus Season 2 nicht wirklich verändert. Und dann als letztes gibt es nochmal bei The Authority eine kleine Änderung und zwar kann man jetzt das Tor wieder fast ganz sehen. Ist allerdings nicht wirklich interessant. Zurzeit muss man allerdings sich tatsächlich sehr, sehr hoch bauen, um dort tatsächlich dann irgendwann mal über die Mauer zu kommen. Ab der nächsten Woche werden wir dann aber auch diese Tore benutzen können, beziehungsweise sind dann die Tore offen, wo wir dann natürlich einmal durchgehen können. Und damit waren es dann auch schon alle Map-Änderungen, die es so mit dieser Wassersenkung gab. Ich hoffe, es hat euch wieder natürlich gefallen. Wenn euch noch irgendwelche kleinen anderen Map-Änderungen auffallen sollten, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.